Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat in der 21. Runde in der österreichischen Bundesliga ein 1:1 am Schluss gegen die Austria geholt, muss man sagen. Aufgrund des Spielverlaufs insgesamt finde ich persönlich, das Unentschieden geht schon in Ordnung. Also keine der Mannschaften war jetzt extrem berauschend oder jetzt extrem schwach. Also das Ganze war auf relativ ausgeglichenem Niveau und das 1:1 geht so in Summe unterm Strich, würde ich sagen, schon in Ordnung. Kommen wir zum Spiel. In der ersten Halbzeit finde ich persönlich so die ersten 20, 25 Minuten vielleicht haben mir jetzt nicht so ganz gefallen. Das Ganze war ausgeglichen, keine vernünftigen Chancen auf beiden Seiten. Die Austria hier und da mit einem Abschluss, der weit daneben ging. Auch bei den Blackies ging offensiv nicht allzu viel. Danach ist es aber besser geworden. Und man hat es dann auch schon zusammengebracht, die ein oder andere halbwegs gefährliche Situation, zumindest nach Standardsituation dann auch zu erzeugen. Jäger hatte, glaube ich, den ersten Abschluss, der wirklich gefährlich aufs Austria-Tor ging. Wenig später dann auch Lubitsch. Ich glaube, beides nach Ecken. Und schließlich war es dann auch noch Husbeck. So innerhalb von 10 Minuten gefühlt, so zwischen der 25. und 35. Minute, wo Sturm dann doch ein bisschen ins Spiel gefunden hatte und eben durch Husbeck die dritte relativ gute Möglichkeit gehabt hatte. Da hatte ich persönlich auch das Gefühl, okay, man steuert so ein bisschen in Richtung 1:0 bei den Black ist dann schon hin. Es hat dann nicht gereicht unterm Strich in der ersten Halbzeit für den Führungstreffer. Es ging auch dann mit einem leistungsgerechten 0:0 unterm Strich in die Pause, wobei ich, wie gesagt, unsere Jungs doch den Tick besser gesehen habe. Im Abschluss hat die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, aber man hat sich zumindest getraut, hier und da auch mal auf der zweiten Reihe aufs Tor zu schießen. Zweiter Durchgang, das Ganze leider, nicht so berauschend. Hat gut angefangen, die ersten 10 Minuten waren okay. Man hat auch Torchancen gehabt. Ich glaube, Aflonitis und Dominguez mit dem Kopf, wenn ich mich da nicht vertue, hatten da die ersten beiden Möglichkeiten. Und die Austria selber hatte man eigentlich größtenteils auch im Griff, gerade in der Defensive. Also man hat nicht viel zugelassen. Also Mondschein und Co. waren eigentlich immer wieder beschäftigt. Und das Ganze ist eigentlich mit Verlauf der zweiten Halbzeit immer weiter hin und her geplätschert. Also so richtigen Favoriten konnte man in der Phase meiner Meinung nach nicht so ausmachen. Und umso bitterer dann, dass in der 70. Minute herum das 0:1 dann für die Austria gefallen ist. Ich muss zugeben, ich habe genau in dem Moment natürlich mit dem Kollegen gequatscht und das Tor nicht richtig gesehen. Ich habe nur gehört, dass Zakaria bei den Violetten auf einmal nach einer hohen Hereingabe allein vom Tor stand und ihn dann reingehauen hat. Also das 0:1 kam auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nichts. Es war zu dem Zeitpunkt recht ausgeglichen. Man hat von den Wienern nicht viel zugelassen und hat aber eben auch selber das Tor nicht gemacht. Also von dem her das 0:1 ein bisschen unglücklich an der Stelle. Sturm versucht es dann schon in der Schlussphase. Gerade die letzten 10 Minuten hat man sich dann doch nochmal zusammengerissen, obwohl lange Zeit offensiv im zweiten Durchgang relativ wenig gegangen ist, wie ich finde. Aber die Austria war da auch nicht besser an der Stelle. Und Jakob Jansche, der eingewechselt wurde in Minute 84, hatte zunächst eine gute Möglichkeit mit einem Direktabschluss. Und Sturm wird aber dann doch noch ein bisschen belohnt in Minuten 88, 89 herum. Der eingewechselte Jakob Jansche über die rechte Seite mit der Hereingabe und Bekim Balay trifft dann, der ebenfalls erst eingewechselt wurde, zum 1:1 Ausgleichstreffer. Wie ich finde, hochverdient. Die Austria war sicher nicht das bessere Team und Sturm mit sich das schlechtere. Es war, wie gesagt, eine ausgeglichene Partie im Gesamten. Und das 1:1 war dann auch gleichzeitig der Endstand. Also die Austria, würde ich mal sagen, vielleicht, wenn man es wohlwollend betrachtet, ein bisschen glücklicher mit dem Punkt bei unseren Jungs, finde ich, hätte man im ersten Durchgang durchaus das ein oder andere Tor machen können und hätte vielleicht das Spiel auch in die richtige Richtung dann auch lenken können. Aber man kann mit dem 1:1, glaube ich, trotzdem unterm Strich leben. Bringt jetzt keinem der Teams was. Ich glaube, die Austria ist damit jetzt endgültig raus aus den möglichen Meisterschaftsplayoff, also sprich aus den Top 6. Und bei unserem Blackies ist man nach der Partie genauso klug wie vorher, würde ich sagen. Also das 1:1 war okay, es braucht jetzt keiner extrem schlecht drauf sein, deswegen aber auch keine Jubelstürme da hochjauchzen. Also von dem her, am Ende trennt man sich unentschieden und bevor ich das Video beende, schreibt ihr mir natürlich wie immer in die Kommentare, was ihr zu der diesmaligen Partie sagt und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias auf die Schwarzen! Und bis dann!
Ciao, ciao. Hi, Lia. Ciao, ciao.